Guten Morgen! Zum einen ganz am Anfang, bitte, liebe junge YouTuber, ich finde es richtig klasse, was ihr macht. Und ihr zeigt mit jedem Tag, wie viel, ja, bewusster kommende Generationen unterwegs sind. Und gerade wenn ich mich in den Live-Talks am Donnerstagabend immer mit 14-jährigen Veganern unterhalte, weiß ich, die Welt entwickelt sich einfach in die richtige Richtung. Also richtig, richtig klasse, was ihr macht und weiter so. Aber wenn es um Ratschläge und Erfahrung zur Gesundheit geht, nicht um ideologische Sachverhalte, sondern um wirkliche Erfahrung, dann muss man einmal darüber nachdenken, wie die Physiologie des Menschen über die Zeit funktioniert. Und da ist es in der Tat so, dass man als Jugendlicher und bis in die späten 20er Jahre hinein eine sehr breite Range hat, wie man sich ja ernähren kann, wie man sich verhalten kann und trotzdem sich gesund fühlt und auch gesund aussieht. Da kann man High Protein, High Carb, sogar High Fett, irgendwelche Makronährstoffverteilungen fahren oder irgendwelche Experimente machen und bei ausreichend sportlicher Aktivität eigentlich immer trotzdem fit sein. Das funktioniert aber nicht ein ganzes Leben so. Ab 30 befinden wir uns in der Phase der Degeneration. Und der Körper kann nicht jeden Fauxpas und jede suboptimale Ernährung einfach so ausgleichen, wie er es in den jungen Jahren getan hat. Auch sinkt der Grundumsatz und man muss sich plötzlich mehr bewegen als vorher, um ja, die Dicke der Muskelfasern auf dem gleichen Niveau zu halten. Ich empfehle dazu mein Video zur Bewegung und zu den Muskeln oben in den Infokarten. Dazu hat man, ja, wenn man älter ist, auch viel mehr Langzeiterfahrung in den verschiedenen Ernährungsformen. So, ja, dass man sich auch so ein bisschen durchprobiert hat im Laufe seines Lebens. Natürlich hat nicht jeder ältere Mensch Ahnung von der Ernährung, das sage ich nicht, ne? Weil sich viele damit gar nicht beschäftigt haben. Auch ja, da sind die jüngeren Generationen meiner Meinung nach viel vorbildlicher, ne, als die älteren Generationen. Aber wenn ältere Menschen sich mit der Ernährung beschäftigt haben und aus diesem Wissen berichten, dann hat das für mich einfach so viel mehr Wert, als wenn junge Menschen, deren Körper einfach viel mehr Toleranzen und Puffer ja, aktivieren können, davon berichten. Junge, attraktive im Sinne von durchtrainiert und keine unnötigen, den Organismus belastenden Fettpolster haben, Menschen, die gibt es wirklich auch viele. Aber wie viele durchtrainierte und vor allem ohne vorstehenden Fettbauch existierende ältere Menschen gibt es denn? Ich kenne da persönlich nicht so viele. Schaut mal die über 50-Jährigen auf der Straße an, wie viele wirklich gesund definierte Menschen darunter sind. Bei dem Thema wird immer darauf ja, referiert, dass man im Alter oder dass das im Alter ja normal ist, dass das Bindegewebe erschlafft und dass man zunimmt und so weiter. Aber das ist nur deshalb normal, zumindest die Zunahme mit dem Bindegewebe, das hat schon seine Richtigkeit, aber mit der Zunahme ist nur deshalb normal, weil man es als normal hinnimmt. Natürlich ist es jedenfalls nicht. Denn wenn ich weniger Energie benötige, was ja de facto beim Älterwerden der Fall ist, dann esse ich eben weniger oder bewege mich eben mehr, wenn ich gleich viel essen will. Aber was ist denn normal heutzutage? Man bewegt sich, umso älter man wird, immer weniger. Dass man weniger isst, trifft auch nur auf die wenigsten älter werdenden Menschen zu. Zumindest in meiner Umgebung. Man justiert nicht neu. Man lebt einfach unbewusst immer seinen selben Ernährungsstil aus den jungen Jahren immer weiter. Ja, und auf der Waage tut sich ja auch erstmal nichts, ne? Denn wenn der Muskelanteil geringer wird und der Fettanteil höher, dann bleibt das Gewicht trotzdem konstant, da Muskelgewebe schwerer als das Fettgewebe ist. Natürlich wäre, dass man umso älter man wird und der Grundumsatz sinkt und auch die Muskelfasern bei gleichbleibendem Training oder Nichttraining dünner werden, dass man konstant abnimmt. Aber genau das Gegenteil ist doch bei den meisten der Fall. Und dann ja, redet man davon, dass es eben normal ist und lacht über seinen Bauch und der Partner streichelt noch drüber, legt sich hin, lacht auch und sagt, ach, ist doch liebenswert, so einen Bauch zu haben und alles fühlt sich gut an. Nur dann kommen eben mal irgendwann die Krankheiten, ausgelöst durch diese Normalität und ja, werden eben auch normal. Herzinfarkt und Schlaganfall sind normal, ne? Nur lacht da komischerweise keiner mehr und findet das liebenswert. Nur um es klarzustellen, ich rede hier von der Gesundheit, nicht von der Optik. Ein dicker Bauch kann absolut attraktiv und entsprechend liebenswert sein, je nach persönlichen Geschmack, ne? Ich rede nur für die Gesundheit. Aber er ist de facto ein Gesundheitsrisiko und Indikator für eine ungesunde Lebensweise. Egal ob vegan oder omnivor, ne? Wer dick ist, lebt ungesund. Ich hoffe, dass die Veganer unter euch nicht denken, wenn sie einen veganen Fettbauch haben, dass dies irgendwie gesund ist, ne?
Die Menschheit ist so dermaßen unbewusst und verarscht sich wirklich in einer Tour selber, nur um den Fakten nicht ins Gesicht schauen zu müssen. Und in ihrer Wohlfühlzone zu verbleiben. Ein Fettbauch ist gesundheitlich gesehen nicht lebenswert. Ne? Nein, leider. Ja, ich selber trage ja auch noch einen Fettbauch mit mir rum. Ne? Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie über irgendjemand drücke. Ich habe mein Leben lang einen Fettbauch rumgetragen und ich trage ihn immer noch. Ne? Und ich hoffe, dass es weiter runtergeht. Also ich tue mich ja nicht über irgendwas erheben. Ich selber. Du mich auch angreifen damit, ne? Weil ich weiß, die meisten von euch werden einen Fettbauch haben. Ja, so ein Fettbauch ist einfach ein Zeichen dafür, dass man nicht im Gleichgewicht ist und seine Ernährung wirklich da überhaupt nicht im Griff hat. Das muss man einfach so sagen. Ja, wie gesagt, ich selber trage schon, obwohl ich jetzt 65 Kilo abgenommen habe, eben immer noch einen Fettbauch mit mir rum, bin mir auch dessen bewusst, beschönige nichts. Ja, aber er trägt sich glücklicherweise durch meine Disziplin auch immer langsam, aber immer mehr ab. So, und da hoffe ich, dass das weiter in die richtige Richtung geht. Aber das muss jeder natürlich für sich selber entscheiden. Wenn jemand mit 40 oder 50 einen gesunden, natürlichen Körper hat, also ich rede hier von einem wirklich natürlichen Körper, und das bedeutet nun einmal, dass wir keine Reserven brauchen für den Winter oder lange Hungerperioden, sondern wir durchaus einfach natürlich schlank sein dürfen. Also nicht nur Haut und Knochen, sondern da darf schon eine dünne Fettschicht drüber sein. Das muss auch dazu sagen. Man muss ja auch aufpassen, dass man sich nicht in die andere Richtung übertreibt. Denn diese andere Richtung ist noch gefährlicher als die dicke Richtung. Ja, das muss ich auch mal dazu sagen. Also wenn jemand, der natürlich schlank ist, in diesem Alter Ernährungsempfehlungen gibt, dann hat das für mich sowas von viel mehr Wert, als wenn ich gerade hier bei YouTube die Teens und die Twens davon berichten höre, wie sie zum Beispiel unendlich essen können. Und gerade bei High Carb ist das ja total verbreitet. Ne? Iss einfach so viel du willst und das geht schon irgendwie. Ja, in dem Alter geht das mit Sicherheit schon irgendwie. Aber ab 30 muss man dann schon mit sehr viel Sport das wieder reinholen. Und wenn man da nicht gerade wie Freely und Dorian Ryder unterwegs ist, ja, dann wird es eben schon heftig schwer, eine natürlich schlanke, gesunde Figur mit unbegrenztem Essen zu behalten und überhaupt in erster Linie zu generieren. Das ist ja bei den meisten der Fall. Noch einmal, ich finde die ganzen jungen Fitness- und Ernährungs-YouTuber richtig, richtig klasse. Und sie steuern das Schiff der gesellschaftlichen Bewusstheit in die richtige Richtung und sie rudern mit ihrer Kraft und mit ihrer Agilität die ganze eingefahrene Scheiße älterer Generation aus unserer Wahrnehmung heraus. Aber eher konzeptionell und nicht im Detail. Für wirklich profunde und individuelle Aussagen für jeden selber sind die Erfahrungen derer von unschätzbarem Vorteil, die eben trotz dieser vielen akzeptierten Normalitäten ihre Intuition und ihre Natürlichkeit aufrechterhalten haben und trotz alter natürlich schlank geblieben sind. Das sind Menschen, denen man vertrauen sollte. Schaut euch doch mal einen Udo Pollmer an. Ne? Der Veganer der Herzen. Wer das Video noch nicht gesehen hat und wem ein bisschen nach Lachen zumute ist, der schaut sich einfach mal oben in den Infokarten das Video an. Den nimmt doch berechtigterweise keiner mehr ernst, weil man eben nun im Alter erkennt, dass Pan-Udo sich ungesund ernährt hat. Da kann er Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse vorlegen, aber jeder, der nicht komplett verblendet ist, erkennt, Udo sieht nicht gesund aus. Wie gesagt, ich weiß, es gibt noch genügend Menschen, die einen Fettbauch nicht als ungesund anerkennen. Einige Menschen werden ja heutzutage regelrecht aggressiv, wenn man ihren Fettbauch angreift. Und jeder, der natürlich schlank ist, wird mit kränklich und abgemagert betitelt. Oh, das sieht aber ungesund aus. Ganz im Sinne, Angriff ist die beste Verteidigung, nur um sich nicht ändern zu müssen. Ja? Solange Menschen für sich selber ihr ungesundes Leben schönreden, so biet, aber wenn sie dann aggressiv gegenüber anderen Menschen auftreten, dann ernten sie von mir allenfalls ein mitleidiges Lächeln. Im Alter kann man eben nicht mehr irgendwie und irgendwas essen und erwarten, natürlich schlank und wirklich gesund auszusehen. Ja, man kann normal aussehen. Normal ist aber nicht gesund, sondern einfach nur der gesellschaftliche Konsens, was Normalität bedeutet. Es war früher normal, dass Frauen nicht wählen durften und dass Menschen einer anderen Hautfarbe diskriminiert werden konnten. Auch es ist heute noch als normal anzusehen, dass wir andere Lebewesen zu unserem Vergnügen quälen und essen. Ihr könnt für euch entscheiden, ob ihr auch normal oder eben gesund sein wollt. Aber egal wie ihr euch entscheidet, macht euch dessen bewusst, dass ältere Menschen, umso älter umso besser, viel glaubwürdigere Informationen eben aus einer viel größeren Erfahrung
euch mitteilen können. Und dass, wenn diese fit und natürlich schlank aussehen, ihr Wort aufgrund der physiologischen Entwicklung eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, das Wort eine viel größere höhere Wahrscheinlichkeit hat, einer Wahrheit zu entsprechen als die Aussagen von jüngeren Menschen. Natürlich, gerade als jüngerer Mensch identifiziert man sich lieber mit der eigenen Generation. Das ist vollkommen normal. Das ging mir doch auch so. Aber wenn man wirklich mal bewusst darüber nachdenkt und eben weil die jüngere Generation heute schon so viel weiter ist als zum Beispiel meine Generation, mein Appell direkt an euch, dass ihr wirklich mal bewusst darüber nachdenkt. Ich traue euch das zu und ja, und dass ihr wirklich euch auch gegen euer Wohlfühlgefühl mal lieber von älteren Menschen, die aufgrund ihrer Konstitution wirklich bewiesen haben, dass ein Ernährungskonzept funktioniert, beraten zu lassen. Also, was ist eure Meinung zum Thema? Ich kann mir vorstellen, dass es wieder sehr kontrovers wird. Ich bin gespannt. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.